Sie sind hier, 12. Juli 2018, 13.01 Uhr. Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Bei Olympia 2016 belegten die deutschen Hockeyherren den dritten Platz. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Hockeymänner feiern den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die WM in Indien. Der Drittplatzierte von Olympia gewinnt souverän gegen Japan. Die deutschen Hockeymänner haben in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Indien 28. November bis 16. Dezember ihren ersten Sieg errungen. Der Olympiadritte schlug im japanischen Gifu den Gastgeber souverän mit 6:1, 4:0. Die deutschen Treffer erzielten Florian Fuchs, 16., Marco Milkau, 20., 24., Lukas Windfeder, 27., Christopher Rühr, 33. und Tim Herzbruch, 39. 9 Minuten vor Schluss gelang dem Weltranglisten 16. der Ehrentreffer. Kommende Partien und Ergebnisse während des 11-tägigen Lehrgangs in Gifu. Trifft die Auswahl des Deutschen Hockeybundes DHB am Samstag auf den Olympiasiebten Neuseeland 18.00 Uhr, bevor es am kommenden Mittwoch erneut gegen Japan 17.00 Uhr geht. Bislang testete das Team von Bundestrainer Stefan Kermaß jeweils zweimal im Mai gegen Irland 1:1, 1:2 und im Juni gegen Weltmeister Australien 0:2, 2:2 sowie Großbritannien 1:1, 5:5. Vom 26. bis 29. Juli folgt ein Vier-Nationen-Turnier in Düsseldorf.